Hallo zusammen und willkommen. Ein rundes Gesicht und feiste Wangen, ein sichtbares Bäuchlein, kleinere Speckröllchen an den Armen und beginnende Reiterhosen an den Oberschenkeln, ein paar Pfunde mehr auf den Hüften gehören zwar nach Festtagen und Schlemmerurlauben dazu, sind jedoch für viele ein Ärgernis, das sie schnellstmöglich wieder beheben möchten. Doch wenn der lange Arbeitstag und eine latente Abneigung gegen regelmäßigen Sport einen Strich durch die Rechnung machen, ist das Ziel gar nicht so leicht zu erreichen. Musst du nun einfach in den sauren Apfel beißen und mit ausgedehnten Joggingrunden oder einer Diät beginnen? Die Antwort ist, ein wenig Zurückhaltung in Sachen kulinarischer Genuss ist notwendig. Es gibt jedoch tatkräftige Unterstützung für dein Vorhaben und das von ganz unerwarteter Seite. Unser Tipp, mit dem sauren Apfel hat es eine kleine Gemeinsamkeit, nämlich dem Geschmack, denn die Rede ist von Apfelessig. Was ist Apfelessig überhaupt? Wie soll das bitte gehen, leichter abnehmen mit einer Reinigungslösung? Zumindest wirst du vermutlich an den Essig, wie viele andere auch, sofort als Bioputzmittel denken, da Apfelessig bei der Entfernung von Kalk, Ablagerungen und Seifenresten schnell wirkt und für neuen Glanz im Badezimmer sorgt. Aber er hat noch mehr Qualitäten auf Lage, als streifenfrei das Armaturenbrett zu polieren. Apfelessig besteht zum größten Teil aus Wasser, Bakterien und Spurenelementen. Im Rahmen der Herstellung werden handelsüblichem Apfelmost einige Essigsäurebakterien hinzugefügt, die maßgeblich an der Verwandlung des Fruchtsafts in Essig mitwirken. Der Apfelmost gärt mit der Zeit und es bildet sich Alkohol, ähnlich wie bei fermentiertem Traubensaft, der ja die Grundlage für Wein ist. Durch die Stoffwechselprozesse der Bakterien wird der entstandene Alkohol langsam mit Hilfe von Sauerstoff in Essigsäure umgewandelt und fertig ist der Apfelessig. Er enthält vor allem folgende wichtige Spurenelemente und Mineralien. Dazu gehören Magnesium, Zink, Calcium, Folsäure, Vitamin B, Vitamin B2, Vitamin C und E. Und wie kann mir nun Apfelessig beim Abnehmen helfen? Nun, um ein paar Kilos loszuwerden, müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein. Nummer 1, der Stoffwechsel. Fett wird verbrannt und zwar bei allem, was du tust. Der Umsatz ist dabei jedoch unterschiedlich hoch. So verbraucht dein Körper bei einem zügigen Spaziergang mehr Kalorien, als wenn du natürlich am Sonntagmorgen gemütlich im Bett liegst. Nummer 2, die Nahrungsaufnahme. Jeden Tag essen und trinken wir. Das ist grundsätzlich unser Instinkt, aber auch beim Abnehmen wichtig, damit der Stoffwechsel in Gang bleibt. Mit einer Null-Diät schaltet der Körper viele Gänge herunter und versucht so wenig Energie wie nur möglich zu verbrauchen. Am Ende des Tages muss deine Kalorienbilanz stimmen. Hast du mehr verbraucht, als du aufgenommen hast, ist sie negativ und das Fett schmilzt. Das Wesentliche und der große Vorteil des Naturprodukts Apfelessig ist hierbei, dass er mehrfach positiv auf deinen Körper einwirkt. Zum einen verstärkt er das Sättigungsgefühl und das schon kurz nach der ersten Aufnahme. Das bedeutet, du nimmst ein Glas mit Apfelessig zu dir, wartest etwa 30 Minuten und bemerkst bereits den hungergedämpften Effekt. So kommst du bei der nächsten Mahlzeit mit weniger Speisen aus und das ohne dich enorm zügeln zu müssen. Denn das kostet auf Dauer viel Willenskraft und wird nicht immer gelingen. Die Wirkstoffe des Apfelessigs haben jedoch noch eine andere Wirkung. Sie aktivieren den Darm und regen ihn an. So wird Nahrung schneller verwertet, weiter geschleust und ausgeschieden. Ein gesundes Darmsystem ist die Basis für jeden Abnehmerfolg, eine chronische Darmtätigkeit oder sogar Entzündung können jede Diät nachhaltig sabotieren. Doch das ist nicht der einzige Effekt einer Apfelessigmischung. Der Blutzucker, einer der wichtigsten Faktoren für Heißhunger und Essgelüste, wird ebenfalls stabilisiert und damit aus der Risikozone entfernt. Der Blutzuckerspiegel gibt wieder, wie viel Glucose sich in deinen Adern befindet. Hast du viel Obst oder Süßigkeiten zu dir genommen, steigt dieser Wert schlagartig an. Das wiederum löst eine Art Energieschub aus, weswegen auch Traubenzucker von manchen als Konzentrationsbooster empfohlen wird. Bei Vollkornbrot oder Nudeln sowie Naturreis und Gemüse erhöht er sich langsamer und gleichmäßig. Das ist auch besser für den Körper, da der Blutzucker nicht so rasch abfällt wie bei stark glukosehaltigen Produkten. Diese steile Kurve nach unten ruft nämlich eine neue Heißhungerattacke hervor, auch wenn du eigentlich kein echtes Hungergefühl verspürst und eigentlich noch satt bist. Lange Rede, kurzer Sinn, die positiven Inhaltsstoffe des Apfelessigs, insbesondere der Zink- und Stoffwechselprodukte der Essigsäurebakterien, bremsen den Blutzucker, halten ihn stabil und bewahren dich so vor Essanfällen. Kommen wir nun zu der Frage, wie nimmst du Apfelessig am besten und am wirksamsten ein? Apfelessig enthält, wie du weißt, viel Säure, die durch die Aktivität der Essigsäurebakterien entsteht. Daher nimmst du am besten eine Essig-Wassermischung zu dir. Diese ist freundlich zu deinen Zähnen und auch bei einer sensibleren Magenschleimhaut gar kein Problem.
Für deine morgendliche Ration Apfelessig für einen schnelleren Gewichtsverlust vermischst du 2 Esslöffel Apfelessig. Er sollte unbedingt gute Bioqualität haben mit einem Glas Mineral- oder Leitungswasser. 200 bis 250 Milliliter Wasser sind vollkommen ausreichend und sollte der Essig zu sauer sein, kannst du mit etwas Bienenhonig nachhelfen. Vermische nun alles gut mit einem Löffel und trinke das Glas auf einmal aus. Am Anfang helfen dir kleine Schlucke, um dich an den ungewohnten Geschmack zu gewöhnen. Bei Bedarf kannst du die Mischung etwas dünner machen. Liebhaber von frischem Obst und Gemüse können den Essig in einen Smoothie rühren und so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Besonders bei intensiv schmeckenden Früchten wie Banane oder Ananas tritt das säuerliche Aroma in den Hintergrund und die Medizin schmeckt nicht ganz so herb. Welche Effekte haben dabei die Bakterien im Apfelessig? Die Essigsäurebakterien in dem vergorenen Apfelmost spielen eine wichtige Rolle und das nicht nur bei der Herstellung des Abnehmhelfers, sondern auch später, wenn sie dein Verdauungssystem passieren. Der Darm ist voller Bakterien, sie erledigen die ganze Arbeit wie das finale Verdauen der Speisen, Aufnahme der Nährstoffe und das Zersetzen der Ballaststoffe. Je vielfältiger die Bakterienkultur im Darm, desto besser für den Stoffwechsel, denn dieser hängt maßgeblich von eben diesen Kulturen ab. Die Essigsäurebakterien enthalten bzw. sind selbst wertvolle Probiotika, die die Bakterienvielfalt bereichern und sogar noch verstärken. So kann dein Körper die notwendigen Nährstoffe schneller absorbieren und den ganzen Vorgang beschleunigen. Sogar das Immunsystem soll von den zusätzlichen Bakterien profitieren. Eindeutig sind die Zusammenhänge zwischen Infektionskrankheiten und einer hohen Darmbesiedlung durch Bakterien jedoch noch nicht geklärt. Wichtig bei der Aufnahme von Apfelessig ist: Verwende für die Unterstützung deines Abnehmprogramms immer Bio-Apfelessig, der nicht pasteurisiert wurde. Pasteurisieren bedeutet nämlich starkes Erhitzen der jeweiligen Flüssigkeit und das tötet jegliches Leben darin ab, so auch natürlich die nützlichen Probiotika. Immer wieder hören wir von der sogenannten Apfelessig-Diät. Was aber bewirkt diese? Zu jedem Mittel, das beim Abnehmen helfen soll, gibt es natürlich eine eigene Diät. Apfelessig ist da keine Ausnahme, doch was besagt diese Diät und vor allem ist sie wirklich hilfreich? Wir werfen einmal einen genaueren Blick auf das Konzept und nehmen es auf Nachhaltigkeit hin für dich unter die Lupe. Wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, ist Apfelessig hier der zentrale Bestandteil der Ernährung. Doch um die Fettverbrennung auf ein Höchstmaß zu treiben und die hungerdämpfenden Effekte voll auszukosten, soll eine Essigwassermischung hier zu jeder Mahlzeit des Tages getrunken werden. Das macht an einem Tag ca. 110 ml Essig, die du deinem Magen zuführst. Sehr motivierte Teilnehmer ersetzen sogar regelmäßig eine ganze Mahlzeit durch den Trunk. Die Frage ist natürlich, werden sie davon besonders schnell schlank? Unser Fazit: Crash-Diäten haben nicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. Möglicherweise verlierst du bei dieser Extremdiät mit Apfelessig die ersten Funde in kürzester Zeit, da deinem Körper sehr schnell viel Nahrung entzogen wird. Doch nicht anders wie bei der zuvor genannten Null-Diät werden die Funde zurückkommen, da niemand auf Dauer mit nur einer oder zwei Mahlzeiten pro Tag auskommen kann. Der Jojo-Effekt schlägt dann gnadenlos zu. Zudem kann die hohe Menge an verzehrtem Apfelessig deine Zähne und die Speiseröhre schädigen. Besonders der Zahnschmelz ist empfindlich gegenüber Säure jeder Form. Daher solltest du den Apfelessig genauso wie Zitronensaft nur in verdünnter Form und in Maßen zu dir nehmen. Die Apfelessig-Diät ist in Anbetracht vieler Faktoren nicht geeignet, um gesund und nachhaltig abzunehmen. Was du an Fett verlierst, kommt sofort wieder auf deine Hüften zurück, sobald du ansatzweise normal isst. Eine gesunde und normale Nahrungsaufnahme ist die Grundlage für jede schlanke Figur. Eine extreme Reduzierung der Mahlzeiten ist nur kontraproduktiv. Der Apfelessig kann dich jedoch, wie eben beschrieben, bei einer gesünderen Ernährung unterstützen, Heißhunger dämpfen, deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren und deine Verdauung anregen. Aber es gibt natürlich noch weitere Vorteile des regelmäßigen Verzehrs von Apfelessig für deinen Körper. Zu guter Letzt solltest du nämlich wissen, dass Apfelessig jedoch noch mehr kann, als deinen Stoffwechsel zu optimieren, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und Heißhungerattacken zu dämpfen. Die wertvollen Mineralien, zum Beispiel Zink und Magnesium, sorgen bei regelmäßiger Einnahme außerdem für ein stärkeres Immunsystem, etwas niedrigeren Blutdruck und sollen sogar der Verkalkung von Arterien und Gefäßen vorbeugen. Letzteres ist ein besonders wichtiger Faktor, da durch fett- und cholesterinreiche Speisen diese Ablagerungen schneller entstehen als noch vor einigen Jahrzehnten. Das führt zu einer sprunghaften Zunahme des Blutdrucks, zu hohen Blutfettwerten und sogar Herzinfarkten. Unser kurzes Fazit:
Richtig angewendet und aus einer hochwertigen Herstellung kann Apfelessig dir das Abnehmen erleichtern. Wer weniger Appetit hat und durch einen ausbalancierten Blutzuckerspiegel nicht ständig in Heißhungerversuchungen gerät, kann mehr Disziplin aufbringen und so lästige Funde nachhaltig loswerden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.